Begriffsbestimmung von A bis Z zum Straf- und Verfahrensrecht zur Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung nach § 34a der Gewerbeordnung. Es begrüßt Sie recht herzlich die Advanced Bildungsakademie in Zusammenarbeit mit Christian Anzio Aviation Security and Communications Training. Heute beschäftigen wir uns mit dem Buchstaben V von Vergehen bis Vorsatz. Vergehen. Vergehen sind geregelt in § 12 des Strafgesetzbuches. Verbrechen und Vergehen. Vergehen sind rechtswidrige Taten, die im Mindestmaß mit einer geringeren Freiheitsstrafe als ein Jahr oder mit Geldstrafe bedroht sind. Vergehen sind grundsätzlich immer Offizialdelikte. Es gibt jedoch Ausnahmen dazu, nämlich das sind die sogenannten Antragsdelikte. Antragsdelikte unterscheiden sich auch nochmal in absolute und relative Antragsdelikte. Verhältnismäßigkeit. Unter Verhältnismäßigkeit versteht man, dass man zur Durchsetzung seiner Rechte keine beliebigen Maßnahmen durchführen darf, sondern grundsätzlich die Notwendigkeit, die Erforderlichkeit berücksichtigen muss. Es muss grundsätzlich eine Abwägung von Interessen oder eine Abwägung von Gütern oder Rechtsgütern stattfinden. Grundsätzlich sollte man mehrere Mittel zur Verfügung haben, die man im Rahmen der Ausnahmerechte einsetzen kann, muss man das mildeste Mittel wählen. Als Leitsatz, man sollte nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Die Verhältnismäßigkeit beim Handeln mit einem Rechtfertigungsgrund kann sich auch beziehen auf die Eignung, Erforderlichkeit und auf die Angemessenheit der Handlung. Bei der Eignung habe ich eben die Verhältnismäßigkeit geeigneter Maßnahmen. Eine Maßnahme ist nur dann geeignet, wenn sie die sofortige und endgültige Beendigung bei Abschwächung des Angriffes erwarten lässt. Das bezieht sich auf die Notwehr. Erforderlichkeit bedeutet, die Maßnahme ist erforderlich, wenn kein anderes Mittel zur Verfügung steht, das mindestens genauso geeignet ist, den Zweck zu erreichen und gleichzeitig halt weniger Schaden anrichtet. Das ist die Verhältnismäßigkeit der verfügbaren Mittel. Und die Angemessenheit, das ist die Verhältnismäßigkeit bei der Güter- oder bei der Rechtsgüterabwägung, die ich machen muss. Eine Maßnahme ist nur dann angemessen, wenn die Nachteile, die mit der Maßnahme verbunden sind, nicht völlig außer Verhältnis zu den Vorteilen stehen, die sie bewirkt. Verleumdung. Die Verleumdung steht im § 187 des Strafgesetzbuches. Die Verleumdung ist ähnlich zu betrachten wie die üble Nachrede. § 186 Strafgesetzbuch. Der Unterschied ist jedoch hier, dass der Täter eben weiß, dass er eine unwahre Behauptung tätigt. Vom Gesetzestext her besagt der § 187 folgendes: Wer wider besseres Wissen in Beziehung auf einen anderen eine unwahre Tatsache behauptet oder verbreitet, welche denselben verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen oder dessen Kredit zu gefährden geeignet ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Und wenn die Tat öffentlich in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften begangen ist, mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe bestraft. Versuch oder der Versuch einer Straftat. Hier haben wir 2 Paragraphen aus dem Strafgesetzbuch, die wir kurz ansprechen müssen, nämlich einmal den § 22 Strafgesetzbuch, die Begriffsbestimmung, und den § 23 des Versuchs, die Strafbarkeit des Versuchs. § 22 Strafgesetzbuch, Begriffsbestimmung, besagt,
eine Straftat versucht, wer nach seiner Vorstellung von der Tat zur Verwirklichung des Tatbestandes unmittelbar ansetzt. Das bedeutet, sobald man mit seiner Tat beginnt, ist man im Versuchsstadium. § 23 Strafgesetzbuch Strafbarkeit des Versuchs besagt: Der Versuch eines Verbrechens ist stets strafbar. Der Versuch eines Vergehens nur, wenn das Gesetz es ausdrücklich bestimmt. Vorläufige Festnahme. Die vorläufige Festnahme nach § 127 Absatz 1 der Strafprozessordnung besagt: Wird jemand auf frischer Tat betroffen oder verfolgt, so ist, wenn er der Flucht verdächtigt ist oder seine Identität nicht sofort festgestellt werden kann, jedermann befugt, ihn auch ohne richterliche Anordnung vorläufig festzunehmen. Hier müssen wir beachten, dass die Voraussetzungen gegeben sind. Nämlich einmal, es muss eine Straftat vorliegen. Und bei dieser Straftat wird der Täter entweder auf frischer Tat betroffen oder verfolgt und es fehlt der Identitätsnachweis oder es besteht Fluchtverdacht. Aus dem ersten Abschnitt und aus dem zweiten Abschnitt muss jeweils ein Punkt zutreffen. Fluchtverdacht bedeutet allerdings nicht, der Täter läuft vor ihnen weg. Das macht er vielleicht, weil er Angst hat. Das darf er sogar vor der Polizei. Sondern Fluchtverdacht bedeutet, er möchte sich der Strafverfolgung entziehen. Und das ist der Grund, weswegen ich meinen Mitarbeitern immer sage: Bitte, wenn jemand wegläuft, heißt es nicht, es ist Fluchtverdacht, sondern verlasst euch immer nur darauf, dass die fehlende Identität gegeben ist. Die Ausnahme ist hier, es liegt ein Verbrechen vor. Dann sagt der Staat, wenn jemand ein Verbrechen begangen hat, was unter einer hohen Strafe steht, dann setzen wir immer Fluchtverdacht voraus. Dann setzen wir immer voraus, dass sich der Täter der Strafverfolgung entziehen will. Vorsatz. Der Vorsatz ist geregelt im § 15 Strafgesetzbuch. Der besagt, § 15 Strafgesetzbuch, vorsätzliches und fahrlässiges Handeln. Strafbar ist nur vorsätzliches Handeln, wenn nicht das Gesetz fahrlässiges Handeln ausdrücklich mit Strafe bedroht. Vorsatz ist das Wissen und Wollen der Tatbestandsverwirklichung. Der Täter weiß, was er macht und er will es auch machen. Das waren die Begriffsbestimmungen für das Straf- und Verfahrensrecht zum Buchstaben V von Vergehen bis Vorsatz. Sollten Sie weitere Fragen haben, Kritik, Anregungen oder Ähnliches, dann setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung.